Pass auf, die Leipziger Buchmesse war eine der ersten der Messen, wo ich gemerkt habe, geht nicht mehr klar. Einfach weil ich war da mit zwei Freundinnen, das war alles nice und wir sind rumgeradelt. Ab und zu kamen halt irgendwie Zuschauer oder whatever und haben halt ein Foto gemacht, das war alles okay. Und irgendwann kam halt ein Zuschauer, der war so, jo, cool, ich so begrüßt, alles nice gewesen. Und der war so, willst du ein Foto machen oder irgendwie, ne? Und der so, nö, ich will kein Foto, ich wollte dich nur mal so sehen. Ich so, okay, fair enough. Wir würden dann mal weitergehen. Er, ich würde dann mal mitkommen. Ich so, okay, ja, klar, ein Stück kannst du mitkommen, aber wir würden dann später auch wieder alleine los. Okay. Und der hat uns den gesamten Tag verfolgt. Hinter uns gestanden. Und egal, wie man versucht hat, dem zu sagen, so, hey, wir würden jetzt mal alleine sein und so, ne? Ich bin halt kein Mensch, der halt hingeht und sagt, yo, Bruder, verpiss dich. Bin ich nicht. Aber in vielen Situationen war es halt unangebracht. Zum Beispiel, meine Freundin hatte eine Panikattacke, weil die Menge sehr viel war. Ihr ging es sehr schlecht. Und sie hat angefangen zu heulen. Und ich und meine andere Freundin haben uns um sie gekümmert und haben mit ihr geredet, sie beruhigt, ihr was zu trinken geholt. Und während dieser gesamten Situation stand dieser Typ 30 Zentimeter von uns entfernt. Also direkt dran an dem Geschehen. Wir waren so, hey Mann, ne, cool, dass du da bist, aber bitte geh. Jetzt gerade ist wirklich kein guter Moment. Er hat sich gecheckt. Wir sind also ein paar Schritte weiter weggegangen und er kam hinterher. Bis zu dem Punkt, dass ein anderer Kumpel kam und sich dann so vor uns gestellt hat, damit einfach der nicht mehr durchkommen konnte, damit wir einfach mal ein paar Minuten alleine haben. Das ging so weit, dass wir dann irgendwann mal hatten wir halt so eine Picknickdecke draußen, haben halt draußen gechillt, im Cosplay gelabert und er einfach mit dazu kam. Und wir waren so, hey Mann, ne, du bist jetzt echt lange mit uns rumgelaufen und alles cool, aber ich würde jetzt wirklich gerne mit meinen Freunden abhängen. Wir chillen hier und wir würden ganz gerne ein bisschen in Ruhe reden und so. Und er so, okay, klar, kein Problem. Aber geht nicht. Er hat nicht verstanden, dass er gehen soll. Irgendwann mal ist der Freund von der Freundin mega ausgerastet, ist hingegangen und meinte, yo, Alter, wir sind keine Freunde, du gehörst hier nicht hin, verpiss dich, wir wollen unsere Ruhe haben. Und er ist nicht gegangen. Nicht nur, dass er nicht gegangen ist, es haben sich auch noch so vier, fünf weitere Leute angesammelt, die einfach nicht mehr von mir weggegangen sind. Und das war echt unangenehm. Wie alt war der? Mitte, Ende 20? Alles erwachsene Leute. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, kannst deinen Freund nicht antun. Ich mache die Messe für die Way. Die können nicht freisprechen. Egal was ist, der hört alles zu und das ist super unangenehm. Ich gehe jetzt einfach mit meiner Freundin. Wir sind gegangen, haben uns wirklich abgesprochen. Ist okay, wir rennen jetzt da durch. Wir teilen uns auf und treffen uns auf dem Frauenklo, weil da kommt der nicht hin. Grand Frauenklo, haben den abgehängt. Der wusste nicht, dass wir auf Toilette sind. Wir irgendwann gecheckt, der war weg. Wir sind rausgegangen, mit auf der Messe rumgelaufen. Das ist ein großer Hallen, der hat uns nicht mehr wiedergefunden. Was dann aber passiert ist, er hat andere Freundinnen von mir angesprochen und war so, hey, du hast ja schon mal mit Annie ein Bild gepostet, ihr seid doch befreundet. Und so, und sie so, ja, was geht? Ja, ich suche sie, ich finde sie nicht mehr. Okay, ich weiß auch nicht, wo Annie ist. Wir würden dann mal weitergehen. Kein Problem, ich komme einfach mit euch mit, bis wir sie finden. Und ist einfach komplett mit meinen Freundinnen da mitgegangen. Und die haben mir geschrieben, yo, Anni, wo bist du? Uns verfolgen gerade irgendwie so zwei Typen, weil die dich suchen und lassen uns nicht in Ruhe, die gehen nicht. Das war mega unangenehm. Und deswegen war ich so, okay, cool. Das war einfach keine schöne Message, einfach nicht so viel Spaß, weil ich einfach nicht wirklich allein sein konnte, die einfach verfolgt worden bin, alles, was ich gesagt habe, zugehört worden ist. Ihr könnt verstehen vielleicht, warum das nicht so angenehm ist. Es ist nicht so ein Problem, wenn jemand kommt, sagt, kurz ein Foto machen, kein Problem, zack und geht. Aber wenn ich halt privat auf einer Messe bin mit Freunden, privat chillen und labern möchte, dann ist es einfach unangenehm. Anderes Beispiel. Wir waren auf der Dreamhack. Ich war da mit Shurioka und einigen Freunden von ihr. Und da hatten wir auch einen Kollegen, der uns einfach volle Kanne komplett den gesamten Tag verfolgt hat. Einfach im Abstand von so 10 Metern. Ich war irgendwann so, ey Mann, ich irre mich doch nicht. Der verfolgt uns. Und Pia so, ey, ich sag Quatsch. Irgendwann in einer halben Stunde, Alter, der verfolgt uns. Wenn wir uns setzen, setzt er sich hin. Wenn wir aufstehen, steht er auf. Wir gehen in diesen Gang,
der einfach eine Sackgasse ist und er kommt hinterher. Wir drehen um, er geht weiter, dreht um und verfolgt uns. Richtig bescheuert. Security alarmieren, ja. Aber wenn du als Normalo auf einer Messe zur Security hingehst und sagst, hey Mann, da ist ein Typ und er verfolgt uns die ganze Zeit und er steht die ganze Zeit bei uns in der Nähe, dann sagt die Convention-Typ halt, tut er dir was? Nö. Begrabt er dich? Nö. Tut er dir weh? Nein. Sagt er irgendwas zu dir? Auch nicht. Er steht nur in der Nähe. Dann sagen die auch, ja, darf der doch, der darf doch hier stehen, was soll der denn machen? Lol. Das ging so weit, dass Pia irgendwann mal gesagt hat, yo, Anni, ich würde da mal mit meinen Freunden zu denen ins Hotel, wir hatten verschiedene Hotels. Ich? Okay, klar, kein Problem, hab Spaß. Ich habe vorher sogar Pia noch gesagt, Pia, egal wann wir ins Hotel fahren, fahr nicht mit der Bahn, geh nicht zu Fuß, nimm ein Taxi. Einfach weil du einem Taxi nicht so schnell hinterherkommst. Pia so, okay, voll übertrieben, aber wenn du meinst, kein Problem. Ich meinte, ganz ehrlich, Pia, ich bezahle dir das Taxi, ich will einfach nur, dass wir safe sind. Denn, was passiert ist, Pia ist mit ihren Freunden zusammen, also sie und drei große, starke Typen, ins Hotelzimmer gegangen und haben halt da irgendwie was gezockt oder whatever und wollten danach noch in die Stadt und wollten irgendwie Sachen ablegen, Hotelzimmer und wollten wieder raus. Sind also nach Hause gegangen und Pia schreibt mir, yo, Anni, dieser Typ, der dich die ganze Zeit verfolgt hat, der verfolgt uns, der steht mit uns an der Bahn. Und ich so, okay, klingt schon krass, aber vielleicht ist es nur ein Zufall. Die so, okay, vielleicht. 10 Minuten später schreibt sie mir, okay, ich sehe ihn nicht mehr, ich glaube, der ist gerade ausgestiegen, also das war's wohl. Ich so, okay, gut, immerhin. Sie geht ins Hotelzimmer mit ihren Freunden, sie kommt raus und der Typ steht vor der Türe des Zimmers, nicht in der Lobby, nicht im Hotel irgendwo, sondern vor ihrer Zimmertüre und sagt, ist Anni da? Ich würde gerne mit dir reden. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie das so ist, aber wenn Pia jetzt alleine gewesen wäre oder ich alleine gewesen wäre und die Hotelzimmertüre aufmacht und da steht ein Typ, der was auch immer im Kopf hat, was er gerade machen möchte und größer und stärker ist als ich, da können böse Sachen passieren. Ich habe gemerkt, ich gehe privat auf eine Messe mit Freunden und es wäre eine Sache, wenn die Messe einfach nur dann wird für mich. Aber die Messe wird nicht nur für mich, sondern auch für alle Leute, die mit mir zu tun haben, mich kennen, mit mir befreundet sind, mit mir da zu sehen sind. Und deswegen macht das keinen Sinn für mich, privat auf eine Messe zu gehen. Du brauchst eine Inkognito-Cosplay-Verkleidung. Ja, vielleicht, ich überlege, vielleicht irgendwann mal im Inkognito-Cosplay auf eine Messe zu gehen, einfach nur um mal wieder Freunde zu treffen. Aber wenn es soweit kommt, dann würde ich nicht ankündigen, dass ich auf der Messe bin. Würde ich nicht ankündigen, dass ich verkleidet auf der Messe bin. Ich würde nicht sagen, dass ich überhaupt dahin gehe. Ich würde das nicht sagen. Versteht ihr, was ich meine? Einfach, weil ich dann nicht wollen würde, dass irgendwer wieder mich verfolgt, meine Freunde belästigt oder sonst was. Und das war in 2017. Es war in 2017, wo ich noch so 300 Zuschauer hatte. Mittlerweile, wenn ich auf einer Messe bin, sind einfach so viele Leute da, die mich erkennen. Also, ich kann durch eine normale Messe, das klingt so mega bescheuert, aber ich kann durch eine normale Messe nicht mehr ohne Security oder ohne Geleitschutz durchlaufen, weil ständig Leute kommen, schreien, an einem zerren. Das ist so bescheuert, aber es geht nicht anders. Und deswegen, ja. Auf der Mac war es doch voll okay. Ja, da war ich, wie gesagt, eingeladen. Ich hatte 2 Leute, die sich permanent um mich gekümmert haben und 2 Security-Männer, die sich permanent um mich gekümmert haben. Und ich musste nur eine WhatsApp-Nachricht schreiben und es kam jemand und hat mir geholfen. Es stand ein großer Security-Mann direkt neben mir und es hat direkt eingegriffen, wenn irgendwas war. Das ist halt nice, ne? Ja, aber deswegen, Leute, wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich nicht aus Spaß auf eine Convention gehe, auch wenn die hier um die Ecke ist, auch wenn die vor meiner Haustür ist. Einfach zu gefährlich, zu, ja, lieber safe than sorry, was soll man sagen, ne? Also, Vergangenheit hat mich Unangenehmes gelehrt.